Und in meinem letzten Video habt ihr mich ja mal ein bisschen zu meiner Bachelorarbeit gefragt und wolltet da ein bisschen mehr wissen, was es denn genau mit Data Integration Pipeline für die Transformation von NoSQL-Daten in relationale Datenbanken auf sich hat. Das Ganze werde ich in diesem Video jetzt mal ein bisschen erklären und was ansonsten Tesla noch mit meiner Bachelorarbeit zu tun hat. Das Ganze gibt's gleich nach dem Intro. Ja, damit hallo und guten Abend YouTube zu diesem neuen Video. Ja, heute kann ich ja mal wirklich guten Abend sagen, denn es ist schon stockdunkel draußen. Wie gesagt, in diesem Video soll es um meine Bachelorarbeit gehen. Vorneweg, es gibt da oben in der Ecke schon einen Link hin zum Blogartikel, der noch ein bisschen ausführlicher ist. Da ist dann auch unter anderem der ja, Prototyp, den ich entwickelt habe, mit verlinkt. Wenn der Link da oben nicht funktioniert, ist es auch noch unten einer. Vielleicht auch noch in irgendeiner Anmerkungskarte, die sich hier umherbewegt. Na gut, umherbewegen vielleicht ja weniger. Aber ihr findet den Link auf jeden Fall hier irgendwo. Ja, was war die Problemstellung, die es zu bewältigen gab? Es gibt in vielen Bereichen unstrukturierte Daten. Die werden teilweise dann einfach, wenn irgendwelche Betriebsabläufe da sind, irgendwelche Daten anfallen, werden die zunächst erstellt, meistens ohne irgendeine, ja, wirkliche Struktur, ohne ein wirkliches Schema. Und das ist relativ simpel, die erstmal abzuspeichern, aber irgendwann müssen diese unstrukturierten Daten überhaupt mal genutzt werden. Beispielsweise möchte man sie irgendwie durchsuchen. Und da wird es dann schon eher hinderlich, wenn ich wirklich nur diese reinen Dokumente habe, die unter anderem in JSON vorliegen können. Machen wir das Ganze mal kurz an einem Beispiel. Wir kennen ja alle Tesla Motors und die produzieren ganz wunderbare Autos. Und wir nehmen uns mal einfach an, wir konfigurieren uns auf der Tesla-Webseite ein Auto. Und all diese Konfigurationen, die wir so vornehmen können, wir sehen jetzt hier auch mal ein bisschen was davon an der Seite. Das Ganze muss irgendwann an den Server geschickt werden und in meinem fiktiven Beispiel wird das Ganze jetzt in Form von JSON-Daten gemacht. Es ist jetzt hier vielleicht ein bisschen ausführlich ausformuliert, das wird vielleicht intern mit irgendwelchen IDs und Kennziffern gehandhabt, aber so ungefähr könnte das tatsächlich sein. Nun geht es weiter, wenn wir im Shop weiter durchklicken, irgendwann müssen unsere Kundendaten eingegeben werden, ja, Name, Anschrift und so weiter und so fort. Und es wird auch irgendwann eine, ja, Bestellnummer mit angelegt, die auch ebenfalls diesem Dokument mit zuführen kann. So haben wir jetzt am Ende schon mal eine, ja, einzelne Datei, die die Bestellung eines Fahrzeugs enthält. Jetzt können wir, wenn die Produktion startet, können wir diese Datei weiter nutzen und können weitere Informationen über das Auto speichern. Wann wurde die Produktion angefangen? Wo wird es produziert? Wir können dann im Verlauf der Produktion die einzelnen Schritte letztendlich wieder mit dokumentieren. Wenn zum Beispiel auch Maschinen noch gewisse Sensordaten mit ausgeben, die vielleicht wichtig sein könnten, dann kann dies alles hier mit in dieser Datei erstmal erfasst werden. Ja, und am Abschluss der Produktion kommt dann eine Qualitätskontrolle. Und wenn da irgendwelche Mängel auftreten, irgendwelche Berichte erstellt werden, dann können auch diese hier mit erfasst werden. Irgendwann wird das Fahrzeug dann ausgeliefert, auch dafür gibt es einen entsprechenden Eintrag in der Datei. Und der Kunde erhält sein Auto dann und hat vielleicht noch die ein oder andere Beschwerde, weil es irgendwelche kleinen Mängel gibt. Dann können auch diese Beschwerden entsprechend mit in derselben Datei aufgenommen werden. So, und im Ergebnis haben wir jetzt eine gesamte große Datei, die wirklich alle Informationen zu diesem einen Fahrzeug enthält. Ja, wem es gehört, wann es produziert wurde, welche Mitarbeiter daran beteiligt waren und so weiter und so fort. Und sollte es jetzt irgendwie ein Problem mit dem Fahrzeug geben, beispielsweise der Kunde kommt zu einer Reparatur und hat Beschwerden über ein Bauteil XY, dann kann in dieser einen Datei schon wieder nachgeguckt werden, ob es irgendwann in der Produktion Probleme gab, ob es bei Reparaturen schon Probleme gab, weil wir wirklich alle Informationen zu diesem Auto in einer Datei haben. Es ist sehr praktisch, das alles so direkt vor Ort zu haben. Was in diesem Datenbestand dann aber letztendlich nicht gilt, also wir haben ja nur eine riesige Kollektion von Dateien über jeweils ein bestimmtes Auto. Und was wir dann nicht machen können, ist jetzt beispielsweise quersuchen. Also wir können nicht alle Autos herausfinden, die eine rote Anstrichsfarbe haben, die vom Mitarbeiter 73 erstellt wurde und dann allerdings auch noch einen Kratzer in der Fahrertür haben. Das wird schon ein bisschen schwierig herauszufinden, weil wir wirklich dann den gesamten Datenbestand durchsuchen müssen und auch wirklich jede einzelne Datei, ja, parsen müssen. Und das ist relativ aufwendig. Und genau an dieser Stelle sind relationale Datenbanken deutlich besser. Also da werden dann aus meiner gesamten Bestelldatei werden bestimmte Bereiche in unterschiedliche Relationen, also Tabellen, extrahiert und dann brauche ich nur noch wenige einzelne Bereiche letztendlich durchsuchen, wenn ich so eine allgemeine Suchanfrage stellen möchte. Und genau diese Lücke zwischen meinen unstrukturierten Daten auf der einen Seite und meinen strukturierten Daten auf der anderen Seite, genau diese Lücke galt es für mich dann jetzt entsprechend in der Bachelorarbeit zu schließen. Und erstaunlicherweise gibt es da auch noch nicht so sonderlich viele Ansätze für. Also es gibt im Bereich XML schon eine Vielzahl von Lösungen.
Allerdings noch nicht für JSON. Ja, da gibt es nur recht wenige fertige Lösungen, sehr wenige Arbeiten, die darüber bisher geschrieben wurden. Von daher ein offenes Feld für neue Ideen und neue Ansätze. Aber wie läuft das Ganze jetzt insgesamt ab? Wie komme ich von diesem unstrukturierten Datenhaufen in meine strukturierten Tabellen letztendlich hinein? Nun, als erstes habe ich eine sogenannte Schema-Extraktion. Das heißt, aus meiner Vielzahl an JSON-Dokumenten wird dann ein gemeinsames Schema heraus exportiert. Das ist im Prinzip eine Schablone, nach der neue JSON-Dateien erstellt werden könnten, die dann alle das gleiche Schema haben. Darin wird dann auch zum Beispiel erfasst, welche Elemente jetzt benötigt werden, welche Elemente sind optional, wie oft kommt ein gewisses Element vor und so weiter und so fort. Das sind alles Daten, die man später für die weitere Auswertung nutzen kann. Und dieses extrahierte Schema wird jetzt wieder dann genommen im nächsten Schritt und wird in ein relationales Schema umgeformt. Das heißt, wir gucken uns die Struktur dieses extrahierten Schemas an und basierend darauf erstellen wir dann verschiedene Relationen. Grundsätzlich ist hier mein Ansatz, dass im Prinzip ein JSON-Objekt auf eine Relation abgebildet wird und ein JSON-Array wird auf eine Relation abgebildet. Wobei ein einzelnes JSON-Objekt auch wirklich ein Eintrag in meiner Tabelle ist und ein JSON-Array erzeugt mehrere Einträge in einer Relation, entsprechend für jedes Array-Element ein Eintrag. Und dann gibt es natürlich noch die einfachen Datentypen in JSON und die werden dann auf entsprechende Attribute von Relationen abgebildet. Und wenn dieses Schema jetzt transformiert ist, dann wird das entsprechend genommen und wird noch weiterhin optimiert. Und es gibt hier verschiedene Gesichtspunkte, nach denen man optimieren kann. Also man kann beispielsweise nach der Anzahl von Relationen schauen, dass man die entsprechend reduziert. Man kann als weitere Zielstrategie haben, dass man Verknüpfung von Relationen möglichst vermeiden möchte. Und anhand dieser Kriterien kann man dann auch verschiedene Verfahren durchführen zur Optimierung. So kann man Relationen miteinander kombinieren und verschmelzen. Ja, dass also im Prinzip zwei gleiche Relationen gefunden werden und dann in einen abgebildet werden. Oder aber man hat eine große Relation und bettet da dann eine kleinere Relation hin ein. Anhand der vorher extrahierten Informationen, wie oft ein Element vorkommt und ob es vielleicht optional ist, dann kann man auch entscheiden, ob man vielleicht gewisse Attribute aus der Relation mit entfernt. So, wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man optimieren kann. Und wenn das fertig gemacht ist, dann können wir dieses optimierte Schema nehmen und tatsächlich unsere Datenbanken jetzt oder unsere Datentabellen erstellen. Und wenn das fertig ist, dann können letztendlich auch unsere Daten transformiert werden. Das heißt, wir können unsere JSON-Datei natürlich nicht direkt jetzt einfach auf eine Relation draufwerfen. Da fragt sich die Datenbank am Ende dann auch, ja, was willst du jetzt von mir? Da brauchen wir natürlich noch in der Mitte wieder ein Mapping, was während der Schematransformation schon mit erstellt wird, sodass dann im Prinzip beim Einfügen in die Datenbank klar ist, okay, das Datum aus dem JSON-Dokument an dieser Stelle wird in diese Relation und dieses Attribut hin abgebildet. Ja, und wenn das dann erledigt ist, dann sind wir auch mit dem Prozess tatsächlich fertig. Unser JSON-Datenbestand ist jetzt in einer relationalen Datenbank und kann entsprechend wesentlich einfacher durchsucht werden. Wie gesagt, das Ganze gibt es viel mehr im Detail noch im Blog und dann natürlich auch verlinkt in der Bachelorarbeit selbst. Und wenn ihr ansonsten noch weitere Fragen habt, dann stellt mir die auch gerne in die Kommentare und ich versuche dann darauf entweder in den Kommentaren einzugehen oder vielleicht sogar dann auch weitere Blogartikel und eventuell Videos dazu zu machen, je nachdem wie groß das Interesse da dann sein sollte. Ansonsten hoffe ich, das Video war jetzt irgendwie halbwegs informativ für euch und vielleicht auch mal interessant, was Neues hier zu sehen. Ich werde mich auf jeden Fall noch weiter mit dem Thema befassen, da kann ich aber noch nicht allzu viel zu sagen, kommt aber alles zu seiner Zeit. Ansonsten würde ich sagen, ihr könnt jetzt hier links und rechts noch weitere Videos von mir anschauen oder klickt da oben auf Abonnieren, dann wisst ihr auch, wann das nächste Video hochgeladen wird und in dem sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder. Macht's gut, ciao.